Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NHL 19, der DEL-Saison mit den Kölner Haien. Ja, wir haben gestern gegen die Eisbären Berlin verloren, haben heute ein Spiel gegen die Adler Mannheim, Platz 3 gegen Platz 4. Die haben sogar ein Spiel weniger als wir. Das heißt also, wir sollten auf jeden Fall heute 3 Punkte holen, denn sonst, ja, wäre das etwas ungünstig. Wir haben nämlich sowieso schon hier in der Zeit zu viele Punkte liegen lassen. Keine Ahnung, was hier momentan los ist. Wir haben eigentlich so einen guten Saisonstart gehabt, da sah es lange dann aus, als könnten wir souverän durchgehen, aber das hat sich ein bisschen geändert. Jetzt haben wir noch das Problem, dass sich Felix Schütz verletzt hat. Der fällt genauso lange aus wie Marcel Müller. Die kommen beide erst am 28. Dezember wieder ins Team zurück. Aber gut, wir können sich ändern. Jetzt mussten wir ein bisschen umstrukturieren. Wir hoffen, das ist das Beste. Vielleicht ist es ja sogar ein grandioses Zeichen, dass das jetzt die neue perfekte Reihenpaarung ist, die wir brauchen. Da wieder Basti Schwele und Rick Goldmann hier zu sehen. Rick Olczyk und Basti Emrick. So, Gustav Wesslau, 1,59 Gegentor pro Spiel. Fangquote 89,2. Drei Shutouts, wird mal wieder Zeit für einen. Vielleicht heute gegen Mannheim. Ich glaube, letztes Mal haben wir auch gegen Mannheim dann auf einmal zu 0 gewonnen. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Chet Picard, 8,1 die Bilanz, 1,63 Gegentore, 93,7 die Fangquote. Das ist schon mal ordentlich beachtet. So, Genoway, Pizzotto, Jones in Reihe 1. Gegen Kolarik, der fällt ja in der Realität, glaube ich, 6 Wochen aus, wenn ich es nicht gelesen habe. So, Corey Potter. Der Schuss geht zumindest mal durch. So, Pinizzotto. Der in Mannheim sehr beliebt ist. Ausschließen Mannheim, sonst nirgends, ne? Cologne's moving it up the wing. Shutout positioning by Smith. Nein! Oh, da war die Chance, Mann. Ich warte aber zu lang. Uvira. Ja. Einmal berührt, ist er wieder weg. Das war mein Open Ice Hit hier. Oh, und das war ein dummes Ice Hit. Ich habe eigentlich gedacht, der kommt irgendwie ein bisschen besser. So, Fabio Fohle, Exen und Uvira. Hütala. Lempel. Potter. Desjardins. Alter Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Andrew Desjardins mit dem 1:0. Ja, da sah Wesslau nicht so gut aus. Muss die Ecke zu sein. Auch wenn er darauf spekuliert, dass Corey Potter diese Scheibe holt. Ja, voll auf Uvira. Moritz Müller, meilenweit vorbei hier. Oh mein Gott. So, Soleski, jetzt Hanowski. 3 auf 1, wenn es schnell geht. Oh mein Gott, wo haut er die Scheibe hin? Uvira. Wesslau. Und Ben Hanowski. Das Ding ist weg. So, jetzt Ben Hanowski. Dominik Tiffels. Oh, von Larkin. Marcus King. Radical.
Oh mein Gott, und Wessler ist damit im Schoner. Zalewski. Ich verstehe es einfach, warum hier auch immer die Passwege und alles so zu ist. Das hat doch am Anfang der Saison funktioniert. So, ready to finish. Oblinger. Ja, einfach mal den Schuss probieren, anders geht's ja nicht. Dieses Bulli erzwingen. Nichts anderes wollte er, Alexander Oblinger. Er wollte das Bulli. January, jetzt mit Eiski finden und dann das Ding reinsetzen. Oh, das geht nicht. Wolf gegen mit Eiski. Ach, Mann, ey. Nice job to get it from that winger to center ice. Not a hard hit, but effective. Cologne's winging it at neutral ice. Shoots one. Janeway, nein. Ah, die Idee war ganz gut. Takes that pass. Here we go. One time. Oh, das gibt's nicht, Jones, ey. Work in close and a brilliant save. That was a good challenge, better stop. Balls his way along. Medaisky. Heading down low. Looks to make a play. They keep applying the pressure. Good territorial play for them here. Und damit hat sich das erledigt. Wann haben wir das letzte Mal im ersten Drittel ein Tor erzielt? Das ist gefühlt auch schon irgendwie. Keine Ahnung, wie viele Spiele her. Tja, 0:1 für die Adler. Nach einem kleinen Fehler von Gustav Wesslau, weil die Seite nicht zu war. Wir haben aber wieder natürlich mehr Schüsse, wir haben wieder mehr Offensivzeit, aber können nichts mit unseren Chancen anfangen. Period 2 is underway. It's dumped in. Directing that one to Jones. Pini Zotto. Is able to move on in. Seeks the corner. They continue to work away. Flings it. Jones, und da ist er drin. 1-1. Ich glaube schon der dritte oder so, wenn er diese Saison hier so über die linke obere Ecke spielt. Ryan Jones. Fünftes Saisontor, January und Pini Zotto, die Assistenten. Ja, jetzt Potter. January fängt ab. Weißt du, auf Jones. Pini Zotto! Oh mein Gott! Adler Mannheim's along the wing at center ice. Oh, Kolarik. Und da ist die Strafzeit gegen Mannheim. Picks it up back there. Puck loose, denied by the defense. 2 Minuten. Wir machen eben nichts draus. Zalewski. Adler Mannheim's roster goes down by one here. At least briefly, a minor penalty for hooking. Oh Gott, Zalewski, du Pfosten. Cologne's in their own end and controlling the play. In with it now. Took it up the boards and holds. Glides along the line. Und noch eine Strafe gegen Mannheim. Around through the corner. They've vacated the goal crease, so they can go with that extra man. 5-3, 1:06. Adler Mannheim's 2-minute penalty is a minor and the call is hooking. Every game presents a fork in the road opportunity, and this is it. It's a long 5-on-3 power play, and it begins now. You're right, Doc, this is a big advantage here. A 5-on-3 on the power play, it's one you have to get. Warum ist er so schnell? Did not go very well that time, loose puck. The battle ends as it's kicked out. So, Zalewski zieht auf. Hexen. Stays along the boards. Hohl. Und geblockt Lempel. Ja, und da ist mal wieder das erste rum. They must retreat and start back again. Pini Zotto. Skates it into the zone.
takes it from the boards and looks on. Lempelwilder, das gibt's doch nicht. Cleared, and so now some tired guys can get to the bench. I'd like to say that I think this game is going to open. Oh, was so ein Check, ey, gegen Exen. But both teams have really adopted a never Larkin, Desjardins. I think this is tight checking right down to the final horn. A great wrist shot. That puck hit him on the way to the net. To the point with it. Poked away. Oh, pocket pick. Lobs it. Wesslow hat die Scheibe. Puck is thrown to Akerson. Zalewski. Und nächste Strafe. Wo wir auch wieder nichts draus machen werden. The power play is all about adjustments. They need to find a way to get more people and pucks to the net. Absolutely. I think you're right, Eddie. Let's see what the team does here. Well, the power play hasn't come through for them yet. Here's another opportunity. See if they can take advantage of it. Lost possession. Boah. Snapping a pass to Larkin. So on this power play, they will resume so, from their own Komm, end wir of the jetzt ice. Tor, mal. Looking from the corner. Shoots one. Oh. Save. Both of them got all of that one. Trying to get rid of that puck. Clears the zone. Jones wants possession out of his own end. Vira ist einfach der falsche Spieler für ein das Powerplay, was seine... Ah, jawohl! Awesome Medaisky! Endlich, Mann! 2-1. Und sagen selber, weil einfach 63 Punkte sind einfach zu wenig. Das hatten wir gestern schon, was der da an Chancen liegen lassen hat. Awesome Medaisky, 13. Saisontor. Jones und Vira, die Assistenten. Na, ja, schade, flach da. Andy dumps it in. The battling continues along the boards. Cologne's in control of the puck in the defensive zone. Potter auf Oblinger. Crosses that line. Let's it go and a save. Whoa. A shot. Perfect passing right through center. Has it back deep. A good oh, Oblinger. Solid pass and they can move ahead up that right wing. Shoots one. He was standing in the lane and got some of it. Geh doch dahin, Mann. Und nächste Strafe gegen Mannheim. Adler Mannheim's got a 2-minute minor for slashing. A power play that can generate goals. Noch Strafen nehmen sie viele. Sie Pavel Großschulen hier. Let's see if it continues. They should be really confident as they enter the power play again. You've already got one power play goal in your back pocket. Vielleicht jetzt noch ein Power Play Tor wäre unsere Quote auch mal wieder ein bisschen besser von den Special Teams. Defensive zone win. They've taken the heat off again. The clock still moves. Got it at the point. Das war so offensichtlich, Mann. That puck is cleared and fresh guys can get back out there. Laid on to Jones. Just great positional play. Pass attempt to Smith. Oh, boy, what a hit. I wonder if that hit will change the momentum of this game. Oh, Dicey, ey. Den müssen wir echt zum Stürmer umfunktionieren. Der trifft wenigstens. Good attempt, but a weak stick. Oh, jetzt bricht der scheiß Schläger, Mann. You can't ask for a better opportunity late in the game, but unfortunately, his stick failed him. The penalty killers have nur wegen dem Schläger haben jetzt kein Tor gemacht. Einziger Grund. Fenway. The successful power play earlier looked like it was schemed really well, and either the penalty killers changed the way they were going about their business, or the power play really struggled to get set up. But this one wasn't very good at all. Nein. Dann wird einmal. Die freien Spieler. Oh. Oh, da ist er weg. Mann. And that is the end of the second period of this game. One more to go and who knows, maybe more action. Gibt's ja nicht. 4-13 schon, gut, wenigstens führen wir.
Porter. Adler Mannheim working it along the board. Shot just fired it wide. Pilizotto, Kolarik. I thought he was going to score, but he just puts that puck wide from the slot. Steps across that line. Fires. That's a good save and goal. They're going to have to come up with something better than that. Adler Mannheim setting things up along the boards. Fires. Veslow. Terrific save on a great chance. Not often you're all alone in front of the goaltender from this area of the ice. Great save. Looking to Jones. Adler Mannheim's carrying it through center. Got it on his stick in the slot. Loud, bad save. Neue Zuwira. And he gains the zone. He cut that one. Ah, ein Wiederanschläger dazwischen. Adler Mannheim's got it and moving up the wing. It's dumped in. Makes that play deep. Trying to go to Akison. Jason Akison, jetzt komm. Leads that charge into the zone. Puts on the moves out front. Vira. Oh, kommt vorbei. That's gonna happen. There's not a lot of room there. He just missed Müller. The shot. Pika. Der Jet. He's between his pads. Play home. Over 7 minutes have gone by, and it is 2-1 the score in this one. Clean win on the draw. Adler Mannheim's maneuvering in no man's land. Shot on goal. Veslow hat die Scheibe. A piece of that one. You gotta find a way to put it in the net. Lots on that to Akison. Some contact there, and the puck is loose. Good job with the poke check. Shot on. Nichts anderes wollte Mike Zalewski. Face-off coming up next. Cologne's lucky to have one of the top goal scorers in the league. He's a dangerous player that seems to be able to score no matter with the fact that he's the other team's focus. Critical win of the draw. Takes a shot. Kittles. Oh, er schießt einfach mal da alle an. Oh, das war zu schnell. They win the draw and will now set up an attack. Tüffels. Decides to head for the corner. Great defensive poke. Great stick work prevents the pass from being complete. Cuts off that pass in the attacking zone. Slid to Salzer. Great shooting lane. Corral. Come on. This game is going to wind down and be close right to the final horn. Each team has tried to enforce their style of play on the other. It's just not happened. He takes that point pass. Just inside the line. May not have been ready for it. It's low. 5 Minuten noch. In stride, he picks up shit. Perfect pass through center. Larkin in Veslow. Oh mein Gott, ich dachte, das wäre eine Strafe. Mannheim erhöht richtig den Druck gerade. Hostel fängt ab. Decides he wants the corner. A shot. Great save, point blank. A missed opportunity from this close in. And you thought open ice hitting was gone. Not very often you see a big hit like that in open ice. Looks ahead to start something. Now it's directed to Salzer. 1:50 noch. Und weg ist das Ding. Nothing more will come. Gains that offensive line. Veslow, nimm ihn. We are in the last minute of regulation time. Let's a shot fly and a save. And a slash. Meine Fresse, ey. Oh, jetzt gibt's Powerplay für uns. Sehr gut. Das sollte wohl der Sieg werden. Their penalty total and this one's for slashing. The power play unit has connected earlier in the game. This is the biggest one thus far. Let's see how they do. The power play unit has to recoil and try yet again.
slid back across from one point to the other. And he's tripped and oh, noch eine Strafe. Mannheim wird jetzt langsam nervös. 5 gegen 3. Das sollte der Sieg wohl sein. Adler Mannheim sent to the box for 2 minutes. It's tripping. Das Bulli, Madajski, oh, kann vorbei. Desjardin. Picard kommt. Pelizzotto. Torwart bleibt drin. Oh, Genoway. Wir sind einfach so schlecht. Na gut, 2-1 gewonnen, ist ja egal. Ob jetzt 3-1 oder 4-1 oder 2-1, gibt 3 Punkte und das ist das Entscheidende hier. Mann, Mann, Mann. Austin Madajski, unser Hero of the Day. Mit seinem Schlagschusstor. 11 zu 18 Schüsse in 4 Minuten und wir wieder 11 Minuten in dem Drittel. Ryan Jones, Madajski und Desjardins, die Spieler des Tages. Mann, wir müssen auf jeden Fall, glaube ich, ins Trainingslager. Hier unsere Torausbeute ist nicht so der Kracher. So, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir 30 Spiele absolviert. Morgen dann gegen die Nürnberg Ice Tigers. Jawohl, Marcel Müller könnte wieder mitspielen, aber wir lassen den lieber nochmal ein bisschen. Nachher verletzt er sich nochmal. Also, wir haben jetzt wieder 3 Teams mit 60 Punkten. Gucken wir erstmal die Tabelle und dann gucken wir heute nochmal wieder die Topscorer. Also, Ingolstadt 60, die Haie 60 und Nürnberg 60. Und ja, aber Ingolstadt in einem Spiel weniger, dann Mannheim 54. München 52, Bremerhaven 50, Eisbären 48, Augsburg 45, Wolfsburg 42, Iserlohn 32, Straubing 32, Düsseldorf 28, Schwenningen 26 und Krefeld 26. So, dann kommen wir zu den Topscorern. Der ganzen Liga. Da haben wir Thomas Greilinger 29, Will Acton 27, Cannon 25, Hager 23, Madajski 22, Reimer 22, Marcel Müller 22 und Pohl 22. So, Greilinger auch mit 21 Toren, also da sind wir weit weg von. Marcel Müller. Ach, wir sind bei Assists, Entschuldigung, ich wollte sagen hier. Aber da sind wir auch ein bisschen. Ja gut, der war halt verletzt jetzt. So, bei den Toren 15. Garbett, Vokes 14, Acton 13, Madajski 13. Also da sind wir doch auf einem guten Weg. Da könnte eventuell noch was gehen. Axon mit 10. Also da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Also Leute, das war's mal wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Joint gerne meinem Discord-Server. Der Link dazu in der Videobeschreibung, wo auch meine Social-Media-Accounts verlinkt sind. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat und auch mein Twitch-Kanal. Ansonsten der aktuelle Upload-Plan. 12 Uhr WWE 2K19 die Karriere, 15 Uhr NHL 19 DL-Song mit den Kölner Haien, 16 Uhr WWE 2K19 das Community-Universe und um 18 Uhr das normale Universe in WWE 2K19. Wenn ihr darauf Lust habt, lasst meinem Kanal gerne mal ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bin jetzt raus, bedanke mich bei euch fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.